Hallo, mein Name ist Sabine Karbula-Palke und ich möchte hier ein kleines Kapitel aus meinem Büchlein Lea Löwens zauberhaftes Rudelleben vorstellen. Das Kapitel heißt Lea mit dem großen Löwenherz. Ja, sie kann eine wilde Hilde sein. Sie kann kämpfen und beißen und ihren Kopf durchsetzen. Und sie kann mich dabei an meine Grenzen bringen. Oh ja, das kann sie. Aber in ihrem Herzen ist sie das Liebevollste, was ich je kennengelernt habe. Meine kleine Lea. Ich war mit ihr spazieren. Die Sonne rief nach uns. Unterwegs trafen wir auf einen Herrn mit Kinderwagen. Man sah, dass das Kind schwerstbehindert ist, mit spastischen Zügen. Mein Herzensmädel lief sofort zu dem Jungen hin. Ganz achtsam schleckte sie seine Hand ab. Der Junge begann zu entspannen und dann zu lächeln. Lea schleckte weiter, ganz behutsam. Der Herr und ich schauten uns mit einem warmen Lächeln an. Mir ging wieder mal so mein Herzchen auf. Ja, das ist meine Lea Löwin mit dem großen Herzen. Sie verschenkte von Anfang an einfach nur Liebe und tut das heute noch. Natürlich gab es auch schon Begegnungen mit Menschen, welche Lea abwiesen. Da war mal eine Frau, die Hunde gar nicht mochte. Sie wirkte so hartgesotten und ganz ernst. Diese Frau knurrte Lea mit Worten an, wirklich. Aber meine Kleine scheut sich nicht vor laut knurrenden, bellenden Menschen, welche ja doch nicht beißen. Sie spürt wohl das Herz dahinter. Sie gab nicht auf. Und so wurde schnell aus der knurrenden Frau eine schnurrende Katze, die in lieblichsten Worten zu Lea sprach. Sie konnte ihrem Charme einfach nicht widerstehen. Da die kleine Löwin aber so ein übersprudelndes Herz hat, kam es auch schon zu Situationen, in denen sie aussah, als ob sie die Welt nicht mehr verstehen würde. Und zwar dann, wenn Menschen sie komplett ignorierten. Wenn Menschen an ihr vorbeiliefen oder sie sogar beinahe umrannten, weil sie Lea nicht sehen wollten. Da saß sie da, schaute dem Menschen nach, mit einem so traurigen Blick, unglaublich. Es war für sie ganz schlimm, nicht bemerkt zu werden. Für mich war es immer ein Gefühl, als ob die Kleine wusste, warum diese Menschen so kalt waren, so unnahbar, so nicht sehend. Lea fühlt wohl das Herz der Menschen und manchmal vermute ich, will sie die Menschen einfach nur berühren auf vielen Ebenen. Wenn die sie nicht betrachteten Menschen dann an Lea vorbei waren, betrachtete sie mich, kam zu mir und wir tauschten Liebe aus. Glücklicherweise lernte sie mit der Zeit zu unterscheiden, wer ihre Liebe annehmen kann und wer nicht. Das zu beobachten war wunderschön. Da, wo Zuneigung zu ihr zurückfloss, reagierte sie mit einer Freudensspirale vom Allerfeinsten, die kein Ende nahm. Da, wo Abweisung zurückkam, investierte sie nicht mehr. Wenn ich sie dann so beobachtete, fing immer mein Kopfkino anzulaufen und ich dachte zu wissen, was sie denkt. Zum Beispiel, wer nicht will, der hat gehabt. Und du hast ja gar keine Ahnung, was dir entgeht, wenn du mich nicht magst. Ich könnte dir so viel geben. Das waren meine Gedanken dazu. Ja, Lea wurde ein kluges Mädchen. Und wenn ich ehrlich bin, lernten sie und ich miteinander voneinander. Denn auch ich war schon immer eine Frau mit überlaufendem Herzen, der es wehtat,